Hallo und herzlich willkommen zu Ressourcen FM, dem Podcast über Material- und Energierohstoffe. Mein Name ist Martin Hillenbrand und ich habe heute wieder einen Gast bei mir, den Justin Scholz. Hallo Justin. Hallo Martin. Ja, sehr schön, Justin, dass du Zeit hast. Heute ist der 29.12.2020. Wir haben uns gedacht, wir gönnen uns mal eine Auszeit vom RC3, dem Remote Chaos Communication Kongress, und nehmen leider nicht im Sendezentrum, sondern alle von uns daheim von unseren Schreibtischen eine kleine Episode auf, die Episode Nummer 22 des Ressourcen-FM-Podcasts zum Thema Halbleiter. Und zwar, Justin, korrigier mich, wenn ich dich falsch vorstelle, du hast ja mal längere Zeit, oder was heißt längere Zeit, du hast mal eine Zeit lang in diesem Bereich gearbeitet und dort für ein Startup gearbeitet. Also sie nannten sich zumindest Startup, ja. Okay. Sie waren 18,5 Jahre alt und haben Halbleiter-Lithografie-Maschinen hergestellt. Und das war in Niederlanden und ich bin dafür ausgewandert und dann haben sie mir am ersten Arbeitstag leider gesagt, dass sie jetzt leider wohl kein Geld mehr hätten und sind dann 3 Monate später pleite gegangen. Also so lange war es nicht, insgesamt 4 Monate, aber es wäre sehr spannend, das kann ich schon sagen, ja. Okay, nichtsdestotrotz bist du der einzige oder die einzige Person, die ich aus diesem Umfeld kenne, die schon mal Lithografiemaschinen gebaut hat. Ja, ich denke, dass du in den 3 Monaten beziehungsweise auch durch dein Studium im Vorfeld da doch einiges gelernt hast. Und deswegen dachte ich mir, ich lade dich heute mal ein, hier mit mir diese Episode aufzunehmen. Für den einen oder anderen Hörer, der das die letzten Male mitbekommen hat, normalerweise nehme ich ja mit der Bianca auf. Die Bianca befindet sich aber aktuell im Prüfungs- und Weihnachts- und Neujahr in der Pause sozusagen. Deswegen bist du heute mein Ersatz, Justin. Sehr schön. Ja, gut. Bei Halbleiterforschung oder bei Halbleitern insgesamt und Mikroelektronik gibt es ein Moore's Law, dass sehr oft zitiert wird, dass eine Aussage darüber gibt oder dass eine Aussage von Gordon Moore aus dem Jahr 1965 ist. Gordon Moore hat damals postuliert, dass sich die Leistungsfähigkeit von Elektronik alle Jahre verdoppeln wird und hier irgendwann. Also genauer gesagt, alle 2 Jahre würde die Anzahl der Transistoren auf einem Chip sich verdoppeln und gleichzeitig die Kosten pro Transistor sinken. Also es gibt 25 verschiedene Varianten von Moore's Law in verschiedenen Ausschmückungen. Die Industrie und vor allen Dingen auch Intel hat es sich zu Herzen genommen und sagt einfach, wir müssen einfach doppelt so viel Elektronik draufpacken können zu einem niedrigeren Preis pro Stück Elektronik. Und das Witzige ist, dass Moore's Law ungefähr hinkommt, aber das Wright's Law besser passt als Moore's Law auf die Skalierungskurven von Halbleiterchips. Aber vielleicht auch da erstmal, um die Leute nochmal abzuholen, worum geht's eigentlich, warum heißen die Dinge eigentlich Halbleiter und über was reden wir hier eigentlich? Wir reden über die integrierte Elektronik, die Computerchips, also nicht die Kartoffelchips, sondern die Computerchips, die unser gesamtes Leben ja inzwischen in großen Teilen ermöglichen, kann man fast sagen. Über Smartphones, Computer, Telefonie, Geräte, alles Mögliche, hat ja inzwischen alles, was nicht bei 3 auf den Bäumen ist, ein Chip innen drin. Und diese ganzen Chips müssen ja irgendwie hergestellt werden und haben auch natürlich auch assoziierte Kosten und Materialien und Ressourcen. Ja, sehr gut. Hast du natürlich voll und ganz recht. Das macht immer Sinn, erstmal zu erklären, worüber man spricht. Ich bin jetzt noch so im Thema drin, dass ich jetzt direkt einfach rein getaucht bin. Ja. Du hast es richtig gesagt, Computerchips und Elektronik sind mittlerweile in jedem oder fast jedem Produkt drin und werden eben auch immer wichtiger, weil wir unser Leben immer mehr auch uns darauf verlassen in unserem Leben, auf die Funktionen dieser Elektronikbauteile und die natürlich auch immer kleiner, oder nicht nur natürlich, aber die immer kleiner werden und dadurch dann eben auch leistungsfähiger werden müssen bei gleichbleibender Größe. Du hast jetzt gerade eben noch ein zweites Law angesprochen, vielleicht kurz noch zum Moore's Law. Hier geht es um die, also einmal sinkende Preise und eben steigende Leistungsfähigkeit. Gordon Moore war ein Mitbegründer von Intel, deswegen, der wusste schon so ziemlich, was er sagt. Und der hatte eigentlich gesagt, okay, das Ganze wird ungefähr 10 Jahre lang gelten. Und das Gesetz, Pi mal Daumen, hat jetzt ein halbes Jahrhundert ungefähr überlebt, also von 1965 bis heute. Und du hast jetzt das zweite Gesetz angesprochen, also Wright's Law. Kannst du vielleicht noch kurz umreißen, worum es da geht? Ja, klar.
In Wright's Law, das ist, glaube ich, sogar von Individual and Wright, die auch die ersten waren, die wirklich geflogen sind. Die haben festgestellt, als sie ihre Flugzeuge gebaut haben, dass mit jeder kumulativen Verdoppelung der Produktion, das erkläre ich gleich, die Kosten pro weitere Einheit um einen konstanten Faktor sinken. Was heißt das jetzt konkret? Das soll heißen, wenn ich 10 Flugzeuge gebaut habe insgesamt, über die letzten 5 Jahre zum Beispiel, wie auch immer, damals oder innerhalb von 5 Jahren 5 Flugzeuge gebaut habe, dann habe ich an fünf Flugzeugen gelernt, wie man Flugzeuge baut. Wenn ich jetzt auf 10 Flugzeuge gebaut habe, dann kostet mich das 10. quasi weniger. Wenn ich jetzt aber von 10 dann auf 20 gehe und dann habe ich irgendwann insgesamt 40 Flugzeuge gebaut und irgendwann habe ich 80 gebaut und irgendwann habe ich insgesamt 160 gebaut. Jedes Mal, wenn sich meine kumulative Produktion, also von Anbeginn dieser Technologie an bis jetzt, je nach wie viel haben wir jemals davon produziert, wenn sich das verdoppelt, dann sinken die Kosten um einen konstanten prozentualen Faktor. Soll heißen, wenn ich das 80. Flugzeug vergleiche mit dem 160. Flugzeug, dann kostet das 160. zum Beispiel 15% weniger. Mhm. Und wenn ich das 320., also doppelt so viel produziert insgesamt über die gesamte Zeit wie jemals, versus das 160. Flugzeug anschaue, dann kostet das 320. auch nochmal zum Beispiel 15% weniger. Mhm. Das ist die Learning Rate, die assoziierte. Und die kann man sehr gut verwenden, tatsächlich sogar häufig besser fitten auf die Daten, die man hat zu Halbleiter-Chips und Integrated Circuits, wie sie auch genannt werden, weil man da sieht, wie die Welt ja in den letzten Jahrzehnten massiv mehr Integrated Circuits produziert. Mhm. Und genau in diesem Verhältnis, wie mehr produziert werden und vor allem bei einem exponentiellen Wachstum habe ich ja sehr schnell den Fall, dass ich in einer kurzen Zeitperiode, innerhalb von 5 oder 10 Jahren insgesamt so viel produziere, wie ich in der gesamten Geschichte der Menschheit zuvor produziert habe, dass ich darüber dann quasi meine konstanten Kostenreduktionen hinbekomme, weil ich exponentiell mehr produziere. Und das ist im Endeffekt Wright's Law. Und das sieht man auch bei den Batterien, die jetzt Lithium-Ionen vor allem da, die deutlich günstiger werden. Das ist sehr gut, wirklich sehr gut fitbar. Da sieht man einfach, wie die kumulative Produktion steigt. Man kann sich's anschauen bei Automotoren, bei Dieselmotoren, über die Geschichte, wenn man da die Leistung mit reinnimmt. Wie viel kostet mich denn ein bisschen Leistung und wie viele haben wir von denen jemals hergestellt? Also, das funktioniert da sehr gut. Okay, mit Batterien hast du ja auch was Wichtiges angesprochen. Das wollte ich nämlich ganz am Anfang eigentlich noch bei der Vorstellung von dir mit einfließen lassen. Und zwar, du arbeitest ja mittlerweile nicht mehr im Halbleitersektor, sondern du arbeitest gerade in einem anderen Bereich. Magst du das vielleicht kurz vorstellen, was du machst und wo du da bist? Ist ja wahrscheinlich schon spruchreif mittlerweile. Ja, wir hatten ja jetzt auch vor kurzem ein Zeitungsporträt über uns in verschiedenen Zeitungen in Deutschland. Also ich bin der CEO und Mitgründer von Felas. Wir entwickeln ein Energiespeichersystem, ein Stromspeichersystem, um die Energiewende, wie wir sagen, nicht nur zu ermöglichen, sondern auch ökonomisch und auch nachhaltig zum Selbstläufer zu machen, weltweit. Und wir verwenden als Technologie dafür Flüssigluft-Energiespeicherung. Und das ist quasi das, was ich mit Werf nachverfolge und mache, genau. Okay, sehr schön, cool. Deswegen hast du gerade eben auch bei Wright's Law eben das Thema Energiespeicher angesprochen, nehme ich mal an, weil das ja jetzt dann dein neues Steckenpferd ist sozusagen. Genau, also Wright's Law funktioniert aber in verschiedensten Bereichen, also überall, wo man ein exponentielles Wachstum in der Nachfrage und in der Produktion hat, kann man eigentlich über Wright's Law sehr gut vorhersagen, wie die Kosten sinken werden, wenn man nicht in harte Limits der Ressourcen läuft, wie das im Moment bei den Batterien tatsächlich absehbar ist. Bezüglich jetzt Lithium und gar nicht mal unbedingt Lithium. Lithium sieht im Moment noch ganz passabel skalierbar aus, auch mit der Vorlaufzeit der Minenaufbaumaßnahmen, so eine Lithium Brine-Mine in Südamerika aufbaust, dauert, hat halt gute Jahre Vorlaufzeit in der Regel, bis du da auch die Qualität dann sicherstellen kannst. Es geht da eher um die Knappheit bei Nickel, die ein echtes Problem ist.
vor allen Dingen ökologisch und unter sozialen Aspekten nachhaltig gemeinten Nickel, weil man will jetzt den Kunden, ist es schwer zu vermitteln, wenn da irgendwie in Kinderarbeit oder in ähnlich schlechten Zuständen Nickel abgebaut wird, nur damit sie dann ihr E-Auto fahren. Auch wenn sie es bei den Benzinern und so nicht sehen, wie viel da eigentlich drauf geht an Ökologie und auch sozialen Hintergründen mit Ölförderung. Aber bei Lithium und Nickel, Kobalt vor allem in der Demokratischen Republik Kongo und so, da wird es in der Mitte der 2020er Jahre, sieht es im Moment danach aus, dass die Rohstoffversorgung noch nicht da ist, wo sie sein müsste, wenn die Nachfrage gedeckt werden soll. Und das führt halt dazu, dass die Preise wieder steigen werden, wenn sie jetzt free-floating sind. Es gibt da sehr viele langfristige Kontrakte oder dass einfach manche Autohersteller einfach keine Elektroautos bauen können, weil sie keine Rohstoffe bekommen. Von daher, das wird noch spannend jetzt in den nächsten 2-3 Jahren oder 4. Ja, bezüglich Lithium sehe ich das ja auch immer relativ unkritisch. Habe ich mich ja auch zwar in dem Podcast jetzt noch nicht dazu geäußert, aber ich glaube, auf meinem Vortrag auf dem 36C3 hatte ich das Thema kurz angesprochen, weil da eine Frage dazu kam. Sehe ich auch eher unkritisch, weil im Zweifelsfall ab einem gewissen Preis man das Ganze aus dem Meerwasser gewinnen kann oder könnte. Ja, bei anderen Metallen, bei anderen Rohstoffen, die verwendet werden aktuell, sieht das dann eben schwieriger aus, so wie du es gerade angesprochen hast. Wobei es hier auch mittlerweile, also ich persönlich glaube, dass sich das Problem in den nächsten Jahrzehnten lösen wird, weil es einfach auch schon wieder neue Technologien für Akkus gibt, die ähnlich oder vergleichbar gut sind, die dann eben keinen Nickel mehr brauchen. Aber ja, du hast verschiedene Lithiumchemien, ob du jetzt eine NCA, NMC oder LFP und ähnliches nehmen willst, das sind verschiedene chemische Verbindungen. Aber im Moment sieht es nicht danach aus, dass jetzt Nickel in den nächsten 5 Jahren wirklich abgelöst werden würde und die Fahrzeugprogramme der Autohersteller, die halt einen großen Nachfrageschub nochmal liefern, sind in der Regel mit einer Nickel-Chemie. Und die laufen ja auch dann 5 bis 10 Jahre, so ein Fahrzeugprogramm. Und dann sind wir auch schon wieder in 10 Jahren weg. Und deshalb, also, das ist halt noch Forschung aktuell und noch nicht in der Fertigung angekommen. Ja. Die Nickelfreien, genau. Ja, gut, aber können wir vielleicht auch mal demnächst mal dazu sprechen zum Thema Stromspeicherung und Akkutechnologie. Ich hatte da mit dem Leon ja schon mal über Energiesysteme der Zukunft gesprochen, vor mittlerweile über einem Jahr, aber da hat sich ja auch einiges geändert seitdem und ja, vielleicht kann man da ja nochmal eine Episode zusammen aufnehmen. Aber heute soll es ja erstmal um Halbleiter gehen und wie ihr, liebe Zuhörer, das von Ressourcen.fm kennt, finde ich es immer recht interessant, am Anfang mal so ein bisschen einen geschichtlichen Überblick zu geben, also wann ist denn was passiert, damit man das ein bisschen einordnen kann. Ja, und die Geschichte der Halbleiter fängt relativ früh an, das hat mich so ein bisschen verwundert. Und zwar, naja gut, direkt die Geschichte der Halbleiter ist das noch nicht, aber insgesamt muss man früh anfangen, um zu verstehen, wo das Ganze herkommt. Zwar 1727 hat ein sogenannter Stephen Gray den Unterschied zwischen Leitern und Nichtleitern entdeckt oder erforscht und ja, ein Halbleiter ist ja irgendwo dazwischen, kann man so sagen, ungefähr. Und dementsprechend, das ist so ein bisschen das Fundament, von dem es dann stückchenweise immer weiter ging, bis dann am Ende alle Vorbedingungen erfüllt waren, um eben zu verstehen und auch Halbleiter herzustellen und zu verstehen, was darin funktioniert und was nicht funktioniert, um das eben auch weiterentwickeln zu können im Anschluss. 1821, das haben vielleicht einige von euch im Chemieunterricht gelernt, hat George Simon Ohm das Ohmsche Gesetz erfunden. Da geht es eben um die Proportionalität zwischen Strom und Spannung. Und ja, damit konnte man dann das erste Mal die Leitfähigkeit eines Gegenstands bestimmen. Also ist er jetzt leitend, ist er nicht leitend, wie genau verhält sich das? Und bis heute basiert vieles in der Mikroelektronik auf diesem Gesetz. Gut, das ist eine Naturkonstante, könnte man fast sagen. Ja. 1874 hat dann Ferdinand Braun den Gleichrichtereffekt für Halbleiter entdeckt oder erfunden. Und das ist eigentlich das erste Mal dann auch, wo das Thema Halbleiter ja wirklich aufgekommen ist und dann auch in den folgenden Jahren erste Anwendungszwecke für Halbleiter ersonnen wurden und man eben gemerkt hat, okay, hey, die können wir einsetzen und da könnte Musik in dem Thema drin sein.
Es hat trotzdem dann noch mal ein paar Jährchen gedauert, bis 1906, bis Greenleaf Whittier Picard das erste Patent für einen auf Silizium basierende Spitzendiode eingereicht hat. Und mit dieser Spitzendiode konnte man damals ein Trägersignal in einem Detektorempfänger modulieren. Also so die Anfänge der Funktechnik waren das, und man konnte damit dann eben hier die Vor- oder die Grundlagen der Datenübertragung schaffen. 1925 wurde dann ein weiteres Patent eingereicht von Julius Edgar Lilienfeld, und zwar das erste Patent zum Thema oder über das Prinzip eines Transistors. Und Justin, du hast es ja auch schon in der Einleitung so ein bisschen erklärt, Transistoren oder erwähnt, dass eben Transistoren, integrierte Schaltkreise und sowas alles Begriffe sind aus der Mikroelektronik und wo eben Halbleiter für wichtig sind. Also ich habe das hier auch gerade nochmal nachgeschaut. Mhm. Der gute Mann hat den Field Effect Transistor, den sogenannten FET, FET, Field Effect Transistor oder Field Effect Transistor erfunden. Der wird in abgewandelter Form auch heute noch verwendet. Also wir verwenden verschiedene FETs. Es gibt FinFETs und MOSFETs und wie sie alle heißen, aber wir benutzen weiterhin FETs, also Field Effect Transistors. Da gibt es jetzt wahrscheinlich in den nächsten Jahren zwangsweise, allein der Physik wegen, wahrscheinlich eine Veränderung. Mhm. Aber grundsätzlich das, was der da 1925 gemacht hat, ist bis heute noch relevant, ja. Okay. Wenn du sagst, der Physik wegen, kannst du vielleicht kurz ausführen, warum der Physik wegen? Also wo da genau das Problem liegt? Also du hast bei einem Feldeffekttransistor verwendest du elektrische Felder, und diese elektrischen Felder beeinflussen dann deine Eigenschaften. Da kann man auch noch gleich dazu kommen, wie das funktioniert in einem Halbleiter. Also was macht ein Halbleiter aus? Und lange Rede, kurzer Sinn, warum der Physik wegen, wenn man etwas immer kleiner macht, und wir sind wirklich inzwischen bei abzählbar wenigen Atomen. Was soll das heißen? Abzählbar wenig ist, wenn ich irgendwie dann noch drüber rede, dass ich an meinem Transistor an einer bestimmten Stelle 15 Atome habe, dann ist das abzählbar wenig. Yeah. Also ist wirklich klein. Und wenn ich dann auf der Ebene wiederum mit Feldeffekten arbeiten will, und dann muss ich da an anderen Stellen abschirmen. Und wenn ich abschirmen will, dann brauche ich entweder Materialien, die unglaublich undurchlässig sind für mein elektrisches Feld, was dann immer schwieriger wird. Oder ich muss mir andere Geometrien einfallen lassen oder andere Effekte zunutze machen, statt die bisherigen. Weil ich irgendwann halt sonst, so wie wenn ich wenn ich einen schlechten Leiter habe oder so und da bricht dann durch oder also ein Strom springt über, ich habe einen Blitzschlag oder so, dann würde im Endeffekt das im Prozessor oder im Transistor irgendwann passieren, wenn das zu klein ist und man sich nicht darum kümmert, dass es entsprechend abgeschirmt ist. Ja, ist übrigens auch genau der Effekt, weswegen in den Anfangsphasen dieses Podcasts es immer wieder Probleme gab, weil hier eben mein Mikrofon, mein altes, nicht gut genug abgeschirmt war und dann eben hier Störfelder mit dazu kamen und das einfach unschön gemacht hat. Vielleicht ist es ein ähnlicher Effekt. Ja, 1925 ist jetzt schon ein paar Jährchen her. In gut 5 Jahren ist dann hier auch 100-jähriger Geburtstag von diesem ersten Patent. Es gab noch ein paar Patente, die noch weniger bekannt sind. Ich nehme jetzt an, Julius Edgar Lilienfeld kennt man vielleicht den Namen noch von einem Walter Schottky. Weiß ich jetzt nicht, ob man den kennt. Der ist viel bekannter. Viel bekannter? Okay. Ja, Schottky-Diode ist quasi Haushaltsware in der Elektrotechnik. Okay, also war mir jetzt nicht bewusst. Zeigt nur mal wieder, dass ich mit der Elektrotechnik nicht so viel Ahnung davon habe. Deswegen habe ich dich ja aber auch hier heute in dem Podcast mit dabei. Ja, die Schottky-Diode wurde 1939 dann von Walter Schottky beschrieben. Also er hat die theoretische Grundlage dafür geschaffen. Und diese Diode wird, soweit ich weiß, oder hast ja gerade gesagt, heute auch noch eingesetzt.
Und wahrscheinlich, ja gut, wahrscheinlich ist der Name dadurch etwas bekannter, wenn das Teil schon Schottky-Diode heißt. Und bei dem Transistor heißt ja nicht Lilienfeld-Transistor oder sowas. 1947 gab es auch nochmal Weiterentwicklungen oder ja, das erste Mal, dass die sogenannten P-leitenden Zonen angesteuert wurden, und zwar in den Bell Laboratories, die ja sehr bekannt sind, was Elektronik angeht. Also hier wurden sehr viele sehr viel Forschung betrieben und auch sehr gute Ergebnisse erzielt. In diesen Laboratories hat John Barden, William Bradford Shockley und Walter Hauser Brettain, mal wieder die Namensproblematik, haben hier zwei Metalldrahtspitzen auf ein Germaniumplättchen gesteckt und haben eine Spitze da reingesteckt und konnten dann mit der zweiten Drahtspitze hier die elektrische Spannung steuern und eben die P-leitende Zone steuern. Ja. Und das war das so das erste Mal, dass eben diese P-leitenden Zonen in einem Experiment eingesetzt werden konnten oder eben auch manipuliert werden konnten. Und daraus wurden dann die sogenannten Spitzentransistoren, also bipolare Transistoren, daraus entwickelt, wofür die drei Herren dann auch den Physik-Nobelpreis bekommen haben. Wobei ich weiß nicht, ob alle drei einen bekommen haben oder aber ob nur zwei von denen den bekommen haben, muss ich nochmal nachschauen. Und zwar haben sie den Physik-Nobelpreis 1956 dafür bekommen und gelten damit als den Mitbegründer der Mikroelektronik. Und vielleicht finde ich dazu nochmal ein Bild, dann kann ich das hier auch als Kapitelbild reinmachen. Dann da gibt es ganz gute Bilder, ja. Okay. Das ist so ein Flatschen von so einem dreieckigen Ding, ist ganz witzig. Okay. Das ist der erste Transistor. Sieht relativ unspektakulär aus, aber ohne das könnten wir uns nicht remote gerade unterhalten. Richtig. Ja. Gibt es da irgendwie eigentlich auch ein Video von einem damals nicht, aber von dem nachgemachten Experiment? Müssen wir mal gucken. Vielleicht finde ich ein YouTube-Video, wo man mal sehen kann, was die da genau gemacht haben. Dann packen wir das auch in die Shownotes rein. Ja, Halbleiter sind heute bisher zumindest immer noch vor allen Dingen basierend auf Silizium. Und das ist ja auch das, was man immer hört oder kennt, so ja, Silizium-Waver, Silizium-Chips. Und das Ganze wäre nicht möglich gewesen, wenn ein Eberhard Spenke 1954 das Zonenschmelzverfahren entwickelt hätte. Und mit diesem Zonenschmelzverfahren bekommt man das hin, hochreines Silizium herzustellen und das eben ja so aufzureinigen, dass man damit dann eben Elektronikbauteile herstellen kann. Das Zonenschmelzverfahren wurde sehr lange verwendet. Mittlerweile gibt es ein anderes Verfahren, das teilweise eingesetzt wird, das hier günstiger ist und auch ein bisschen, ja gut, besser jetzt nicht unbedingt, aber es ist auf jeden Fall günstiger. Das sogenannte Czochralski. Ach Gott, ich kann diese Namen immer nicht aussprechen. Verfahren, das nochmal ein bisschen anders ist und hier eben vor allen Dingen im Einsatz ist mittlerweile. Genau, so viel. Also da vielleicht noch zur Erklärung, warum man das Silizium so hoch rein braucht, dass man, wenn man sich einen Wafer anschaut, also wenn man so einen riesigen Einkristall, der wirklich Meter hoch sein kann dann und dann 30 cm Durchmesser hat oder ein bisschen mehr, sodass man einen 30 cm Wafer rausschneiden kann, also Durchmesser 30 cm, dass die so rein sind, dass in den meisten Wafern statistisch gesehen, wenn sie geschnitten sind, eigentlich keine anderen Atome mehr drin sind. Und es hängt damit zusammen, dass ein Halbleiter sich auch dadurch auszeichnet, dass seine Eigenschaften, seine Elektroneneigenschaften, also wie gut leitet er jetzt oder nicht, wird er zum Isolator oder zum Leiter, dass die sehr stark, sehr, sehr einfach beeinflussbar sind, indem man etwas hinzugibt, also dotiert nennt man das dann, und dass man ihm entweder Elektronen abknapst aus einer Struktur oder welche dazu packt und die dann mit elektrischen Feldern beeinflussen kann. Und wenn ich jetzt mir vorstelle, ich hätte meinen unreinen Silizium-Wafer und da wäre schon jede Menge Schmodder drin mit irgendwelchen Elektronenkonfigurationen und ähnliches, dann kann ich halt nicht mehr in einem unglaublich feinen Maßstab da noch ein paar Sachen reinmixen, sondern dann führt es eher dazu, dass
ich undefiniertes Verhalten bekomme und dann nicht mehr arbeiten kann. Und deshalb ist es so wichtig, dass dieses Silizium so hoch rein ist. Ja, also wenn ich hier richtig aufgepasst habe im Studium, dann ist es ja so, dass beim Silizium, das hast du ja auch schon angesprochen, Silizium ist aus der vierten Hauptgruppe und deswegen oder daher hat es eben 4 Valenzelektronen, also Elektronen auf der äußersten Schale. Und wenn ich jetzt ein Silizium-Einkristall habe, dann habe ich hier eine Gitterstruktur, dass eben jedes Silizium mit seinen 4 Nachbarn außenrum jeweils eine Doppelbindung eingeht, weil sie eben diese Valenzelektronenschale, also die 8er Schale füllen möchten und geht dadurch eben eine Doppelbindung mit den Siliziumatomen außenrum ein. Ja. Das kann man so nennen. Es gibt ja verschiedene Erklärmodelle und bei Halbleitern verwendet man da eher das Bändermodell. Okay. Also dass man nicht mehr von Schalen spricht, sondern eher von Orbitalen und von Valenzbändern. Vor allen Dingen bei Metallen ist das dann nochmal relevanter. Die sind dann mathematisch anders aufgebaut, da kann man dann ausrechnen, auch quasi wirklich physikalisch, wie wird sich das Material verhalten. Richtig ist, dass 4 Valenzelektronen vorhanden sind und dass jedes dieser Valenzelektronen in eine Bindung mit einem umgebenden Silizium eingeht, sodass keines frei ist. Also die sind alle irgendwo fix verbaut. Und jetzt kann man sich vorstellen, stellt euch ein Siliziumatom vor, was da so vor euch ist, und da sind so 4 Elektronen außenrum und dann sind 4 Siliziumatome auch nochmal außenrum daneben und zwischen allen sind eben diese Doppelbindung oder jedenfalls jeweils die anderen Siliziumatome außenrum geben ja jeweils auch nochmal eins mit, also man sieht auf einmal 8 Elektronen und 2 für jede Verbindung. Und wenn ich jetzt anfange, das vorzusetzen als regelmäßiges Gitter, ich habe ja nicht nur insgesamt 5 Siliziumatome, sondern ganz, 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 ganz viele, dann habe ich da erstmal keine freien Elektronen. Und wenn ich keine freien Elektronen habe, dann kann ich auch schlecht Strom leiten, weil Stromleitung ist der Transport von Elektronen mehr oder minder. Und über diese Dotierung, also ich kann jetzt entweder das so heiß machen, dass ich die Bindungen so halb auflöse in der Gitterstruktur, dann habe ich aber trotzdem wieder einen Verlust, weil ich bei hohen Temperaturen Strom leite und wenn ich etwas sehr heiß habe, dann habe ich da sehr viele Phononen. Phononen sind sogenannte Gitterschwingungen, also wenn mein Atom hin und her zappelt und das bremst dann die Elektronen wieder aus. Das heißt, ich will eigentlich eher meistens was Kaltes haben. Das ist bei Halbleitern ein bisschen unintuitiv, weil die quasi, wenn man sie heißer macht, mehr freie Elektronen haben und deshalb besser leiten. Metall hingegen, wenn ich es heißer mache, leitet schlechter. Das ist auch so ein großer Unterschied zwischen Metallen und Halbleitern. Jetzt aber die Frage, wie kriege ich denn das dann eigentlich hin, dass wir hier bei Raumtemperatur oder einem Temperaturbereich von, keine Ahnung, minus 20 Grad bis plus 60 Grad, sagen wir mal einfach mal so aus dem Bauch heraus, dann vernünftige Halbleitereigenschaften habe. Und das kriegt man damit hin, indem man dotiert. Und von dem Bild her, habe ich ja schon gesagt, wir haben immer in Standardkonfiguration ist, wir haben Silizium, verbunden mit Silizium, pipapo. Überall sind alle Elektronen haben ihren Platz. Jedes Silizium hat 4 Elektronen und bindet zu 4 Siliziumatomen. Und jetzt ist der Punkt, wenn ich jetzt ein Silizium ersetze durch ein anderes Atom, jedes Atom hat ja eine bestimmte Anzahl Valenzelektronen. Und wenn ich da jetzt eins einsetze, was zum Beispiel ein Valenzelektron weniger hat, zum Beispiel Bohr aus der dritten Hauptgruppe. Ja, genau, ein Bohr oder könntest du wahrscheinlich sogar ein Aluminium nehmen. Dann führt es dazu, dass ich jetzt 4 Siliziumatome außenrum habe, die alle irgendwie ihr Elektron anbieten, damit sie sich die beiden Hände geben können. Vielleicht ist es ein gutes Bild, dass jedes Siliziumatom hat 4 Richtungen. Also vielleicht als Bild ganz gut vorstellbar, jedes Siliziumatom hat quasi 4 Hände, die es ausstreckt und will Hände schütteln. Und wenn da jeder sich eine Hand schüttelt, dann geht das natürlich wunderbar auf. Kann man sich eine Hand nehmen. Das ist eine ziemlich solide Struktur. Wenn jetzt aber da ein Bohr ins Spiel kommt,
und das Bohr hat nur 3 Hände, aber es werden 4 ihm entgegengestreckt, dann bleibt eine Hand leer. Die kann quasi immer noch eine andere Hand irgendwo greifen oder so. Und das ist dann das freie Elektron. Im Fall von Bohr hat es ein Valenzelektron weniger. Das heißt, dass da dann ein freies Elektron ist. Genau, also ein freies Elektron von dem Silizium, das eigentlich irgendwo hin will oder irgendwo was machen will. Und wenn man jetzt eine Spannung anlegt, dann könnte man das eben durch diese Gitterstruktur durch beziehungsweise jetzt schicken. Muss ich nochmal schauen. Ich glaube, bei der Dotierung mit Gruppe 3 habe ich, glaube ich, eher ein Loch. Es ist ein P-Halbleiter, genau. Also du hättest hier ein Loch und würde, ja, okay, stimmt, genau, ich habe es verkehrt rum jetzt gerade gesagt, du hättest hier ein Loch, das dann eben zum negativen Pol wandert, weil du eben, wenn du hier eine Spannung anlegst, sich das Loch eben immer wieder von einem Silizium gefüllt wird und dann praktisch immer wieder ein Elektron aus dem nächstliegenden Atom oder aus einem Atom außenrum geklaut wird, sozusagen, um dieses Loch eben aufzufüllen und dadurch das Loch dann durch das Material durchwandert. Wenn ich eine Spannung anlege. Ja. Du könntest aber auch andersrum eben aus der 5. Hauptgruppe ein Atom nehmen, zum Beispiel Phosphor oder Arsen. Und das hätte dann, um bei dem Händebild zu bleiben, eben 5 Hände. Und da hättest du dann den Fall, dass du eben ein Valenzelektron oder ein Elektron zu viel hast, dass hier keine Bindung eingehen kann und dann hier eben sich durch das Material eben auch bewegen kann, wenn du wieder eine Spannung anlegst. Das wäre dann ein N-Halbleiter. Genau. Und dass beide Dotierungen, also man muss entweder N dotieren oder P dotieren, wenn ich beides mache, dann gleiche ich es wieder aus, das bringt nichts. Aber der Endeffekt ist immer, dass ich mehr Leitfähigkeitsmöglichkeiten in meinem Material habe. Also dass es für mich einfacher ist, in irgendeiner Form eine Ladung, also entweder Elektronen oder sogenannte Löcher, die heißen tatsächlich Holes, Löcher. Das ist einfach die Abwesenheit von Elektronen. Also wenn ich quasi einfach mal so eine Reihe von Murmeln habe und da fehlt eine Murmel, dann kann ich mir vorstellen, dass es nicht sinnvoll ist, dass ich darüber rede, dass ich 8 Murmeln bewege und das Loch irgendwo rauskommt, sondern dann rede ich irgendwann eher darüber, dass halt das Loch sich irgendwo hin bewegt. Genau. Und wenn man die jetzt geschickt kombiniert, dann kann man damit einen Transistor bauen. Und jetzt ist vielleicht auch nochmal so die ganz, ganz große Bogen nochmal zu greifen. Was macht denn eigentlich einen Transistor aus? Ein Transistor, mal abgesehen von der Fachsprache, erlaubt einem, wenn ich an einer Stelle eine Spannung anlege, dass ich an einer anderen Stelle Strom fließen lasse oder nicht. Soll heißen, ich kann durch Anlegen einer Spannung dafür sorgen, dass Strom fließen kann. Also die fancy Variante zu sagen, ich habe einen Schalter, wo ich, wenn ich Spannung anlege, kann ich schalten. Also statt dass ich auf den Lichtschalter drücke, kann ich eine Spannung nehmen und das ist dann das Drücken des Schalters. Und wenn ich die Spannung wieder wegnehme, ist der Schalter wieder andersrum gedrückt. Mhm. Und das ist das elektronische Äquivalent von wie schalte ich. Deswegen ist es auch so elementar wichtig, ein Transistor. Man könnte das jetzt dann verwenden, um so Logikschaltungen aufzubauen. Also wenn ich eine Spannung am Punkt X habe, dann lege den Schalter um oder nicht. Und wenn ich jetzt ganz viele davon habe, dann kann ich mir damit eben unterschiedlichste Logiken aufbauen. Wäre dann irgendwie für die von euch, die programmieren, gibt es ja auch mal wieder so Überlegungen. Wenn X, dann Y oder wenn X, dann nicht Y. Und ist das dann auch das, was man als Logikgatter versteht? Also im sehr rudimentären Sinne? Also was jetzt speziell? Also dieser Transistor, ist der dann hier ein logischer Operator im Grunde, oder? Also der Transistor selber ist ein Bauteil und du kannst in einer bestimmten Verschaltung zusammen mit Widerständen und den ganzen anderen elektronischen Bauteilen kannst du aus den Transistoren dann ein Integrated Circuit
bauen. Okay. Also du brauchst noch Speicherelemente, die irgendwie deine Informationen auch speichern. Das kannst du auch in Transistoren abbilden, aber auch in anderen Möglichkeiten, wie du Informationen speicherst. Ja. Was jetzt der, wie der Begriff logisches Gatter definiert ist, weiß ich jetzt nicht auswendig. Okay, okay. Also das logisches Gatter oder Logic Gate wäre hier eben eine Anordnung von elektronischen Schaltungen, um eben ja eine boolsche Funktion, also eine True or False Funktion aufzubauen. Genau. Aber ja. Anyhow, also auf jeden Fall Transistor, denke ich, ist verstanden, was der genau macht. Und wie kann man so einen Transistor aufbauen? Also was würde man da machen? Man würde, wenn ich das richtig verstehe, P-Halbleiter und N-Halbleiter kombinieren und genau. Hier mit Isolatoren, also in irgendeiner Form würde man die zusammen basteln, dass eben am Ende die Transistorfunktion dabei rauskommt. Also es gibt da verschiedene Arten und Weisen, aber im Endeffekt hast du in der Regel immer einen neutralen Teil. Du hast einen Emitter und einen Kollektor. Je nachdem, ob du jetzt einen bipolaren Transistor anschaust oder ob du einen, wie allgemein du es halten willst, du kannst dir erstmal Gedanken darüber machen, was passiert eigentlich, wenn ich ein P und ein N Halbleiter zusammenbringe. Als Erinnerung, der eine hatte mehr Elektronenlöcher und der andere hatte mehr Elektronen. Kann man sich vielleicht dann mit dem Murmelbild ganz gut vorstellen. In einem normalen Kristallgitter hat jede Murmel ihren Platz. Die liegt da in so einer kleinen Kerbe drin und wird sich erstmal nicht viel bewegen, außer ich mache es so heiß, dass alles wahnsinnig rumzittert und sie aus ihren kleinen Mulden rauskommt und auf einmal dann leiten kann. Wenn ich jetzt aber auf der einen Seite Material habe, wo es mehr Murmeln gibt, als es quasi Mulden gibt, und auf der anderen Seite habe ich mehr Mulden, als es Murmeln gibt, na, was wird passieren? Die Murmeln werden in die Mulden gehen. Das passiert erstmal, wenn ich P und N zusammenbringe. Wenn ich jetzt aber dann eine Spannung anlege, dann kann ich das aber auch mir zunutze machen und das natürlich wieder zurückbringen. Und genau diesen Effekt, dieser sogenannten PN-Junction, kann man sich zunutze machen, um das als PNP-Junction zum Beispiel aufzubauen. Dass ich quasi über meine Spannung über den ersten Hügel drüber komme und es dann abfließt, beziehungsweise über meine Base. Okay. Und da gibt es verschiedene Modi und wie sich dann die Elektronenbänderstruktur verhält, sodass es dann geht und so. Also das ist dann wirklich eher der Deep Dive für die Interessierten, wie das in einem Transistor funktioniert. Lange Rede, kurzer Sinn ist einfach, ich habe in jedem Transistor eigentlich immer einen P, eine N und eine P dotierte Schicht in irgendeiner Form, die zusammen kombiniert werden, sodass ich durch Anlegen einer Spannung an einer bestimmten Stelle die Durchleitung entlang einer bestimmten Richtung kontrollieren kann. Okay, danke. Also ich denke auch, wenn man das im Detail verstehen möchte, dann kann man sich entweder für die Master Materialwissenschaften in Augsburg einschreiben oder aber dir einfach nochmal eine Mail schicken und du kannst dann bestimmt auch Literatur empfehlen, sag ich mal. Wir können ja auch in die Shownotes mal ein paar Buchempfehlungen reinschreiben. Wer sich für das Thema nochmal mehr interessiert, der kann dann gerne darauf zurückgreifen. Genau, also es gibt dann noch, du hattest noch gefragt, was mit dem Fett auf sich hat. Mhm. Also es gibt halt auch grundsätzlich quasi den Unterschied, funktioniert meine Schaltung über Strom, den ich wirklich durchschicke, also dass ich, wenn ich wirklich Elektronen dahin schicke, dass dann da was passiert. Mhm. Das ist dann eine Current-Controlled Resistance und es gibt die Voltage-Controlled Resistance. Und das Schöne bei der Voltage-Controlled Resistance ist natürlich, dass meine thermischen Verluste, also das, was warm macht und das, was ich nicht eigentlich brauche, weil ich will ja eigentlich nicht Wärme produzieren oder eine Glühbirne betreiben, sondern ich will ja eigentlich rechnen, dass es da umso schöner ist, wenn ich mehr über Spannung rede, weil Spannungen jetzt, nur wenn dann Strom fließt, den hast du einen thermischen Verlust. Spannung an sich hat jetzt erstmal keinen Verlust. Und der FET, also der Field Effect Transistor, funktioniert auf einem Spannungsmodus, also dass man eine Spannung anlegt und dass es damit funktioniert. Und die, wenn ich das hier richtig auch sehe, die bipolaren, also die BTJs,
BJTs, also Bipolar Junction Transistor versus Field Effect Transistor. Der Bipolar Junction Transistor, der funktioniert über einen Strom, der wirklich fließen muss. Hat natürlich deshalb viel höhere Verluste. Okay. Klingt logisch, ja. Genau, gut. Zu Transistoren müssen wir da noch irgendwie was erklären, oder? Nein. Nee, denke ich auch, dass es okay ist. Ja, worüber wir jetzt bisher die ganze Zeit gesprochen haben, sind ja auf Silizium basierende Halbleiter. Und vielleicht hilft es da nochmal so zu unterscheiden. Es gibt verschiedene Klassen von Halbleitern. Ja? Also einmal die kristallinen Halbleiter, amorphe Halbleiter und organische Halbleiter. Ja, vor allen Dingen die organischen Halbleiter sind, glaube ich, eher nicht dein Spezialgebiet. Das ist dann eher organische Chemie. Fun Fact, oder was wir im Vorgespräch auch schon besprochen haben, ist natürlich bei organischen Halbleitern so, dass die aus Ressourcen- oder Rohstoffsicht eher unkritisch sind, weil es eben organische Materialien sind. Und naja, Kohlenstoff haben wir relativ viel. Ja, also es ist Sauerstoff, Stickstoff, Kohlenstoff, Schwefel, in Form von Polymeren, also Polymerchemie, als molekulare Methoden, und da gibt es dann, also gibt es dann auch Vergleiche, kann man dann auch vergleichen, jetzt irgendwie ein Germanium, was ja auch ein intrinsischer Halbleiter ist, so wie Silizium, mit Anthracen zum Beispiel. Also das ist einfach nochmal in einem anderen Bereich, hält sich das auf. Das hat zum Beispiel eine deutlich geringere Elektronen- und Lochmobilität, deutlich niedrigere dielektrische Konstante und hat dann auch den Schmelzpunkt schon bei 217 Grad Celsius und Germanium hat ihn erst bei 937 Grad Celsius. Also das ist jetzt so ein C14H10. Kann man sich so vorstellen, wie so drei, ungefähr jetzt platt gesagt, jeder organische Chemiker wird mich auf den Scheiterhaufen sehen wollen, aber es sind eigentlich drei Benzolringe, die aneinander hängen, in einer Reihe. Also. Okay. Also ein Benzyl, genau, ein Benzol mit drei Phenyl oder so. Ungefähr so. Okay, aber im Grunde erledigt das einen ähnlichen Job, also ist eben auch ein Halbleiter eben basierend auf organischer Chemie oder auf organisch-chemischen Effekten. Und das, was eigentlich ja verbreiteter ist, sage ich mal, sind ja dann eher die kristallinen und die amorphen Halbleiter, wenn ich das richtig verstanden habe. Und wo ist denn da der Unterschied? Also kristalline Halbleiter hat ja jetzt nichts mit Kristallgläsern zu tun, sondern eher eben mit Kristallstrukturen. Und ist denn ein Silizium-Halbleiter, der wäre dann ein kristalliner Halbleiter, oder? Ja, definitiv. Genau. Und was wäre denn ein amorpher Halbleiter? Also hast du da ein Beispiel gerade im Kopf dafür? Ich glaube, bei denen bin ich tatsächlich überfragt. Das müsste ich nochmal. Ja, ist ja auch nicht schlimm. Also kristalline Halbleiter sind, glaube ich, das, was auch am relevantesten ist, zumindest aktuell noch, und das, was auch am verbreitetsten ist. Und hier gibt es eben einmal diese Unterteilung in kristalline, amorphe und organische Halbleiter, aber man kann die ganzen auch nochmal unterteilen in die sogenannten Verbindungshalbleiter und in die Elementarhalbleiter. Und bei Silizium haben wir ja gerade eben auch schon festgestellt, okay, wir haben hier im Grunde einen Kristall, also auch ein Element, einfach nur einen Silizium-Waiver, den wir dann dotieren oder verändern, indem wir eben Fremdatome einbringen, aber es ist trotzdem, bleibt es erstmal ein Element in der Grundfunktion. Und bei den Verbindungshalbleitern haben wir eben verschiedene Verbindungen von Materialien, die dann eben Halbleitereffekte hervorbringen. Bei den Verbindungshalbleitern ist in den letzten Jahren, soweit ich das weiß, vor allen Dingen Galliumarsenid vermehrt eingesetzt worden. Oder Indiumphosphid oder Galliumnitrid. Und die haben nochmal andere Eigenschaften oder andere Fähigkeiten, sage ich jetzt mal. Bei Silizium ist zum Beispiel das Problem, das hatten wir in einem Vorgespräch auch schon mal kurz angesprochen. Silizium ist relativ schwierig, da mit Licht zu arbeiten, also dass man in irgendeiner Form eine lichtemittierende Diode aufbaut oder auf einem Silizium-Waver anbringt.
Ist schwierig mit Galliumarsenid oder Verbindungshalbleitern, ist das etwas einfacher gewesen in der Vergangenheit, und du hast jetzt auch nochmal erzählt, dass es jetzt wohl neuere Forschungsergebnisse gibt, wo die das erste Mal auch geschafft haben, mit Silizium selber hinzubekommen. Das ist in der Tat so, man muss dazu verstehen, dass der Knackpunkt oder das Spannende ist, dass ich jetzt nicht einfach jedes Material für jede Anwendung verwenden kann. Das funktioniert so nicht, weil ich ja je nachdem, was ich damit machen will, also ob ich zum Beispiel den Halbleiter auch für eine Antenne oder für Signalverarbeitung in einem bestimmten Frequenzbereich verwenden will, dann muss ich dafür bestimmte Eigenschaften haben. Und vor allen Dingen, wenn ich jetzt eine blaue LED haben will, jetzt mal ganz platt gesagt, dann muss die halt das Licht auch in der Farbe Blau ausgeben. Und die Farbe Blau ist über die Energie, also das Energieniveau der Photonen gegeben, welche Wellenlänge das Licht halt hat. Mhm. Und jetzt, woher kommt denn die Wellenlänge des Lichts dann an der Stelle? Das kommt daher in dieser Bänderstruktur, also dass ich verschiedene Elektronenbänder habe, zwischen denen Elektronen, also ein Elektron kann sich nur immer auf irgendeinem Band aufhalten, es kann nicht zwischen zwei Bändern sein, sondern es muss irgendwie auf einem Band sein. Und wenn es jetzt den Elektron von einem höheren Band, also auf einem höheren Energieniveau, auf ein niedrigeres herabfällt, dann muss die Energie irgendwo hin. Weil wir haben ja Energieerhaltung. Und das gibt die Energie in Form eines Photons ab, und dieses Photon hat dann genau die Energie, die als Energieunterschied zwischen diesen zwei Bändern ist. Jetzt sind aber diese Bandstrukturen maßgeblich davon abhängig, welche Materialien ich verwende, also welche Atome und was ich da eigentlich gebaut habe. Und deswegen ist es zum Beispiel nicht so einfach, und deswegen war es auch lange ein Problem, gelbe LEDs, glaube ich, waren es, zu bauen. Also wir hatten ja grün und blau und rot, aber gelb war immer schwierig, weil ich glaube, es war gelb, wo man eigentlich eine blaue LED genommen hat, lange Zeit, und dann die über einen, ich glaube, es war ein Schwefel oder so, Verbindung, das emittierte blaue Licht quasi direkt in ein anderes Material geleitet hat, um dann eine andere Bandstruktur anzuregen, Elektronen anzuheben, die dann aber, wenn sie wieder runterfallen, bildlich gesprochen, gelbes Licht aussenden. Deswegen hatten diese frühen, LEDs immer so einen bläulichen Schimmer dran. Das kann man inzwischen auch anders lösen, aber das Wichtige ist, die LEDs, wenn man jetzt über diese Emissionen spricht, diese Bandstrukturen sind maßgeblich für die Eigenschaften relevant. Und die hängen vom Material ab. Und da kann man halt nicht jedes Material einfach nehmen oder ersetzen, wie man gerade lustig ist. Das ist in der Tat, wird es dann ziemlich kompliziert, ziemlich schnell, wenn man das einfach will. Okay, also es ist schon so, dass Silizium eben vor allen Dingen für Anwendungen, die jetzt im Informationsverarbeitungsbereich liegen, eingesetzt wird, also Computerchips zum Beispiel. Und gut, bei LEDs nimmt man dann eben, wie du das gesagt hast, andere Rohstoffe heran oder andere Materialien und kombiniert die dann eben entsprechend, wie man sie braucht, auch vom Einsatzort, Einsatzzweck, und eben auch Temperaturen zum Beispiel spielen ja hier eine Rolle. Hast du es ja gerade eben auch gesagt, mit den organischen Halbleitern, dass die eben in einem anderen Temperaturbereich arbeiten als jetzt die kristallinen Halbleiter. Ja, oder auch, also bitte. Kann man sich auch so vorstellen, da gibt halt einen Unterschied zwischen indirekten Bandlücken und direkten Bandlücken. Und bei dem einen ist es so, ich brauche quasi nur ein bisschen Energie, dann hebe ich mein Elektron an und dann ist es auf der nächsten Schale oben. Und dann fällt es halt wieder runter. Das ist ein direkter Bandgap. Das ist relativ einfach. Galliumarsenid eignet sich gut auch als LED. Kann man einfach Spannung anlegen, hebt man die Elektronen an und dann fallen sie wieder runter und geben die Energie in Form von Photonen ab. Sieht man dann, wird hell. Wenn ich jetzt einen indirekte Bandlücke habe, das kann man sich so vorstellen wie, ich kann nicht direkt von hier zu meinem Edeka um die Ecke gehen, sondern ich muss schon auch ein paar Nebenstraßen nehmen und ein paar Ecken laufen. Ich kann jetzt nicht auf der Luftlinie laufen. Und es hilft mir auch nichts, wenn man mir die 200 Meter vom Edeka Richtung mir nimmt. Dann bin ich immer noch nicht daheim. Und wenn ich aber die Bedingung habe, ich muss entweder daheim oder im Edeka sein und dazwischen kann ich nicht einfach Pause machen oder dann leben. Stehen bleiben, ja. Genau.
Das heißt, ich brauche immer beides. Ich brauche immer die Komponente, die ich in der Einrichtung habe und die in der anderen. Jetzt funktioniert es bei den Elektronen so, dass ich eine Komponente habe, wo ich die Energie zuführe in Form von Spannung oder von Elektronen, also von der Energie. Und dann habe ich noch die Phononen. Das waren diese Gitterschwingungen. Mhm. Das heißt so, ich muss quasi das Elektron anheben und noch zur Seite bringen, damit es in die Mulde, vielleicht erinnert euch, in die Mulde fallen kann ungefähr oder in das Band fallen kann. Und dass ich immer diesen Querstoß brauche über diese Phononen, wird das Ganze halt sehr ineffizient. Weil wenn ich es dann von dort aus wieder runter haben will, dann muss auch erst wieder irgendwo mal was geschwungen sein, damit das Elektron jetzt per Zufall aus der quasi diese Querstrecke hin überhaupt zurücklegen kann, um dann wieder runterzufallen. Und deswegen sind diese indirekten Bandlücken für optische Prozesse, wo mich eigentlich nur die Photonen interessieren und nicht die Wärme, halt häufig ineffizient. Okay. Warum macht man es dann trotzdem? Warum ist es trotzdem spannend? Einfach, weil die Verarbeitung von Silizium so unglaublich günstig ist. Weil wir es in so großen Maßstäben machen, dass, auch wenn es weniger effizient ist, es einfach günstiger ist. Gibt es ja auch den Spruch, Silizium gibt es wie Sand am Meer, weil eben Sand besteht zu großen Teilen eben aus Silizium und hatte ich in der Episode über Sand auch schon mal drüber gesprochen. Ja, man kann hier eigentlich das gesamte Sand der Meere nehmen, beziehungsweise in diesem Fall sogar eher den Sand der Wüsten. Dementsprechend, wir haben wirklich keine Versorgungsschwierigkeiten bei Silizium per se. Es wird dann nochmal ein bisschen anders bei hochreinem Silizium, weil man das eben nochmal aufbereiten muss. Ja, können wir aber später auch nochmal kurz drüber sprechen, wie da denn die Situation ist. Und es gab jetzt die Idee, die Datenverarbeitung umzustellen. Also bisher macht man das ja über elektrische Signale. Und warum das so interessant ist, dass man lichtemittierende Dioden hat und hier eben mitarbeiten kann, ist unter anderem, weil elektrische Signale immer relativ viel Energiebedarf haben, weil eben man Erwärmung mit dabei hat, verschiedene andere Effekte. Und ähnlich wie man das heute mit der Glasfaserverbindung für das Internet an seinem Haus vielleicht hat, war hier auch die Idee, okay, wir können Informationen auch auf einem Chip oder zwischen verschiedenen elektronischen Bauteilen mit Licht übertragen. Und hier war, soweit ich das eben weiß, das Problem, dass wenn man auf einem Silizium-Chip gearbeitet hat, es hier Schwierigkeiten gab, dann Bauteile auf dem gleichen Chip mitzuverbauen, die dann irgendwie auf Gallium-Arsenid-Basis sind oder auf einer anderen Basis sind. Und dieses Problem wurde, glaube ich, vor 10 Jahren ungefähr erst gelöst, dass man eben hier zum Beispiel zwischen die Gallium-Arsenid- und Silizium-funktionellen Bauteile nochmal eine Zwischenschicht reingemacht hat, die mit beiden eben interagieren kann und die beiden dann eben zusammenbringt. Und wie du das jetzt gesagt hast, die neuesten Forschungen gehen jetzt auch so weit, dass man es geschafft hat, hier mit Silizium selber das Problem zu lösen. Und Das ist halt das Spannende daran, wenn du Silizium selber dazu bringst, dass es Licht emittiert, dann kann ich mir die ganze Verbindung den ganzen Verbindungskopfschmerz sparen. Woher kommt der Kopfschmerz? Wie du gesagt hast, die passen nicht so zueinander. Ja. Was heißt das konkret? Jedes Material, wenn ich es als Bulk, als große Menge vor mir liegen habe und alles, was wir mit unseren Augen sehen können, ist eine per Definition schier unglaublich große Menge an Atomen, dann hat das eine inhärent übliche Gitterstruktur und zur Gitterstruktur gehört auch ein üblicher Abstand zwischen den Atomen. Und der Abstand zwischen zwei Galliumatomen ist ein anderer als zwischen zwei Siliziumatomen. Und der Abstand zwischen, oder der mittlere Abstand, aber auch der Abstand zwischen einem Gallium und einem Arsenid oder Arsen. Und die Gitterlänge in einem Gallium-Arsenid-Gitter ist eine andere als in einem Siliziumgitter. Das führt jetzt aber dazu, wenn ich das fertigen will, also wirklich herstellen will, dass ich das Problem habe, dass kann man sich so vorstellen, wie ich habe zwei verschiedene Gerüstbauer und der eine baut mit einem metrischen System und hat irgendwie 2 Meter Gerüst Planken und der andere kommt aus den USA und baut mit Inches und Feet. So, das kannst du zwar vielleicht irgendwie dann schon so aufeinander bauen, bis es dann mal wieder zufällig passt, wenn du nur genügend häufig nebeneinander machst oder du quetscht es ein bisschen und es vielleicht baust du irgendwie einen Übergang und dann holst du dir irgendwie, keine Ahnung, jemanden Spezialfertiger rein, der dann dir irgendwie diese 2 verschiedenen Längen deiner Gerüste so
ein Adapterstück baut, dass es auf der einen Seite noch damit klarkommt, wenn es im Metamaßstab ist, und auf der anderen Seite eher mit Feed klarkommt. Aber so kann man sich das vorstellen. Und das habe ich aber immer, wenn ich verschiedene Materialien und verschiedene Gitter habe. Und deshalb ist auch diese Halbleiterfertigung so spannend, weil man diese verschiedenen Materialien hat mit verschiedenen Gitterkonstanten und die trotzdem in irgendeiner Form noch fertigen können will, ohne dass man dann über mechanischen Stress tatsächlich auch es entweder gar nicht erst fertigen kann oder irrsinnig hohe Verluste hat in der Fertigung oder sie dann mechanisch irgendwann kaputt gehen und diese Verbindungen brechen, weil einfach die Spannung zu hoch ist. Also die mechanische Spannung, jetzt nicht die elektrische. Ja, richtig. Also ist eben nicht ganz einfach und das macht es ja eben auch so spannend. Ja? Und wie du das gesagt hast, wir sind mittlerweile auf eine Größe, wo wir eben von einem Abstand von wenigen Atomen sprechen. Und umso kleiner es wird, umso schwieriger wird das dann natürlich auch da. Hat man dann eben auch weniger Spielraum, ja, um irgendwie nochmal zwischendrin irgendwie was reinzuquetschen oder irgendwo was ranzuflanschen, sag ich jetzt mal, ja. Deswegen sehr, sehr spannend, dass es hier eben neue Forschung gibt, die das mit Silizium selber dann macht. Und hier ist dann auch wieder das, was wir ganz am Anfang gesprochen haben mit Wright's Law und Moore's Law, die Überlegung, ob man es dann doch wieder schafft, Elektronikbauteile kleiner und günstiger und noch schneller zu bauen. Also günstiger vielleicht nicht unbedingt, aber wenn man hier eben dieses Problem löst oder gelöst hat und gelöst bekommt, dass dann eben hier auch die Geschwindigkeit oder die Menge an Elektronik, die wir auf einen Chip packen können, steigt und die Leistung davon eben auch wieder steigt. Ja, so, du hattest jetzt mir noch verschiedene Rohstoffe ja im Vorfeld zu dieser Episode genannt, weil ich ja auch so gedacht habe, ja, okay, Silizium kennt man, weiß man, okay, Silizium, Halbleiter, irgendwie gehört das zusammen. Gallium Arsenid hat man vielleicht auch schon mal von gehört, so Gallium Arsenid, Technologie bei irgendwie Photovoltaikzellen, die ja auch auf diesem oder mit diesem Prinzip arbeiten, der Halbleiter. Ansonsten war es dann bei mir relativ schnell Feierabend mit irgendwie Materialien, die dafür eingesetzt werden. Ja, also gut, Kupfer konnte ich mir jetzt irgendwie noch vorstellen, ne? Klar, irgendwie Kupferkabel und so. Du hast jetzt aber hier auch genannt, für die sogenannten Interconnects wird hier oft Kupfer eingesetzt. Das war lange ein Problem, weil Kupfer, also wenn du halt das Kupfer irgendwo anders hinbekommst, dann kannst du den ganzen Chip ruinieren. Das weiß ich noch, dass du eigentlich Kupfer aus deiner Halbleiterfertigung raushalten willst, aber irgendwann kommst du dann in Probleme rein und dann kommst du in ganz neue Probleme rein, weil auf einmal Quanteneffekte auf einmal anfangen zu dominieren und eine Rolle zu spielen, über die du vorher keine Gedanken machen musstest. Soll einfach heißen, wenn ich irgendwie 5 Atome auf einen Haufen tue, kann man dann, oder 10, kann man dann irgendwie auch fancy irgendwann Nanodot nennen, so wie es bei manchen Fernsehern für die Lichtemission ja tatsächlich verwendet wird, dann verhalten sich die nicht wie halt einfach ein 5 Atomen kleiner Haufen von zum Beispiel Gold, sondern dann haben die ein ganz eigenes Verhalten, weil auf einmal die Nano-Eigenschaften und die Quanteneigenschaften auf einmal dominant werden, weil jedes Verhalten sowohl von Oberfläche wie von Volumen abhängt. Also ich habe Oberflächeneigenschaften und Volumeneigenschaften. Und wenn ich so klein bin, dann ist die Oberfläche im Verhältnis zum Volumen halt riesig. Das ist dieses klassische Beispiel, wenn ich einen Würfel nehme mit einem Meter Kantenlänge und ich mache jede Seite doppelt so groß. Also ich gehe von einem 1 Meter Würfel mit einem Kubikmeter Volumen, also einmal 1 Meter, auf einen 2x2x2 Meter Würfel, dann habe ich auf einmal 8-mal so viel Volumen. Ja. Aber nur 6-mal so viel Fläche. Das heißt aber andersrum, wenn ich super, super, super klein bin, dass meine Fläche auf einmal riesig ist im Vergleich zu meinem Volumen und meine Volumeneigenschaften quasi nicht mehr zur Rolle, keine Rolle mehr spielen. Und da kommt man dann in die nächsten Probleme rein nächsten Herausforderungen bei diesen Chips. Sich überhaupt noch klar zu werden, wie man das jetzt ausrechnet und machen kann, welche Materialien man wie verwendet, weil die dann auf einmal in den kleinen Maßstäben sich doch anders verhalten als jetzt im Großen. Ja, und dann ist man ja auch dazu übergegangen, eben mal zu schauen, okay, welche Materialien kann man denn stattdessen dann einsetzen oder um ähnliche Effekte oder um die Effekte, die man haben möchte, eben haben zu können.
wurden dann eben auch andere Ressourcen, andere Rohstoffe relevant. Gut, wir hatten jetzt gerade Kupfer angesprochen für die Interconnects. Du hast jetzt gesagt, okay, Kupfer will man eher raushaben. Gibt es denn da schon was anderes, was man stattdessen für Interconnects einsetzt? Oder muss man hier immer noch Kupfer einsetzen? Also ich glaube, man hat erst angefangen, Kupfer dann einzusetzen, okay, später. Aber da bin ich jetzt nicht sattelfest. Ja, also, okay. Es gab ja jetzt auch Überlegungen, Kohlenstoff einzusetzen statt des Siliziums, soweit ich weiß, ne? Ja und nein, also so ganz einfach ist es auch nicht. Okay. Also gut, es gibt verschiedene Varianten, vor allen Dingen bei Speicherchips, soweit ich weiß, wird da gerne drüber gesprochen, ob man dann Carbon Nano Sheets verwenden will, also oder Carbon Nano Tubes sogar, und die dann einbetten will. Also vielleicht für die Erklärung, Carbon Nanosheets und Carbon Nanotubes sind ziemliche Buzzwords, kann man sagen, wobei sie auch schon eine coole Anwendung sind. Es geht hier im Grunde um Kohlenstoffstrukturen, also bei den Nanotubes sind es eben Kohlenstoff, ja, wie eine Folie, die als Rohr oder als Röhre gestaltet ist, also dadurch, dass Kohlenstoff ja immer, ich glaube, 1, 2, 3, 4, 5, 6 Verbindungen hat zu eben Nachbaratomen, kann man hier eben sehr fancy Figuren damit aufbauen. Und hier geht es eben darum, dass man Röhren aus diesem Kohlenstoff herstellt, Nanotubes, und die dann nochmal auch eigene Eigenschaften haben und die man dann eben auch ja für verschiedenste Einsatzzwecke verwenden kann. Gab auch mal die Idee daraus, glaube ich, so Weltraumkabel zu bauen für so einen Weltraumlift. Aber hier geht es eben eher um die elektrischen Eigenschaften davon, die dann auch nochmal sehr speziell sind, weil die eben auch nochmal angeordnet werden können und dann eben spezifische Leitungsfähigkeiten oder Funktionen haben, die man sich zunutze machen kann. Ganz grob erklärt, sage ich jetzt mal. Genau. Ja. Genau. Okay, ich dachte jetzt, Kohlenstoff und Lithium wäre jetzt eigentlich, dadurch, dass sie in derselben Hauptgruppe, in der vierten Hauptgruppe liegen, wäre das irgendwie so ein bisschen No-Brainer, dass man da irgendwie die austauschen kann. Aber okay, scheinbar ist es nichts in diesem Bereich ein No-Brainer. Naja, also du musst ja, wenn du sie dann auch noch, also wie dotierst du sie dann? Du musst ja irgendwie dotieren können, und wenn du sie dotieren willst, dann brauchst du irgendwie wieder ähnliche Gitterkonstanten, aber dann kannst du dir jetzt nicht unbedingt deinen Phosphor nehmen oder geschweige denn deinen Arsen, weil dann Arsen nochmal eine ganz andere Gitterkonstante allein wegen der Größe des Arsenatoms haben wird als dein Kohlenstoffatom. Dann musst du dir überlegen, ob du mit was anderem dotierst, dann müsstest du riesige Mengen Prozesse umstellen, und dann kommst du vom einen ins nächste, und denkst du so, okay, gut, kriegen wir es vielleicht nochmal irgendwie anders gehackt hin, und dann stapelst du so Hack über Hack über Hack, und wir können jedes Jahr ein neues iPhone kaufen. Sehr schön. Ja, gut. Wenn es also, nur so einfach wäre, ja. Ja, es ist halt, also technisch gesehen ist es weiterhin faszinierend. Also ich meine, was da auch, wird ja mal gerne so mit so Buzzwords rumgeworfen wie 45 Nanometer und TSMC ist jetzt bei, was ist es gerade, ich glaube 6 Nanometer Struktur oder so nennen sie es, aber ja, also sie sind gerade bei 10 und 6 ist schon in einem Hochlauf und 4 ist schon in der Risk Production, glaube ich, oder 4 ist nächstes Jahr in der Risk Production, aber es ist inzwischen nur noch Marketing. Also dadurch, dass man über die FinFETs, also dann benutzt man sogenannte FINs, also so, was ist denn eine Finne auf Deutsch? Ja, so ein Haifisch, Flosse, genau. Da hat dann die Bedeutung dieser Nanometer-Angabe immer weniger Qualität, weil die Größenskalierungen jetzt anders sind. Also das ist mehr Marketing inzwischen. Okay. Zwischen TSMC, Samsung und Intel. Ja, jetzt wo du die Namen von verschiedenen Anbietern nennst, also so die man kennt, vielleicht auch aus dem Computerspiele-Sektor, sind ja so Intel, Qualcomm, AMD oder AMD, Nvidia sind eben ja Hersteller von Computerchips, sage ich jetzt mal. Sind alles amerikanische Unternehmen? Es gibt jetzt noch andere, also du hast jetzt gesagt TMC, die kommen aus Taiwan, Samsung. TSMC? TSMC ist aus, ist genau, die Taiwan Semiconductor Company. Genau. Ist Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, glaube ich. Ja.
NXP, Infineon in Deutschland, also genau. NXP in Niederlanden. Genau. Samsung in Südkorea daneben, genau. Genau, Samsung in Südkorea. Es gibt noch SMIC in China. Also es gibt, das sind aber dann eher Auftragsfertige. Die sind, glaube ich, soweit also, ich, wenn ich das richtig gelesen hatte, haben die gerade auch ziemliche Probleme. Also es gab, soweit ich weiß, zwei chinesische Chips-Auftragsfertige. Einer davon ist jetzt pleite gegangen, dem anderen geht es wohl auch nicht so gut. Und die sind auch eher bei der 14-Nanometer-Technologie stehen geblieben und tun sich da auch sehr schwer, eben weiter zu arbeiten. Wobei man sagen muss, dass China im Forschungsbereich da sehr, sehr viel getan hat und auch sehr viel erforscht hat. Die aber auch vor allen Dingen in andere Technologierichtungen dann sogar gehen. Also gar nicht mal in die lithiumbasierte Richtung, sondern eben eher auch in die Richtung, wie hieß das dann, biologische Schaltkreise und auf jeden Fall andere Anwendungen dafür. Aber da bin ich selber also, nicht mehr der genaue Experte, hatte ich nur immer wieder davon gehört und gelesen. Es gibt sehr, sehr, sehr wenige Firmen oder Fabs, also diese riesigen Fabriken, die Computerchips herstellen, nennt man Fabs, FABS-Fabs. Und es gibt nur noch drei Unternehmen auf diesem Globus, die den Anspruch haben, Leading Edge oder wie manche sagen würden, Bleeding Edge zu sein. Also wirklich so an der krassesten Grenze des Machbaren. Mhm. Was hat das für einen Hintergrund? Jede Fab, wenn sie aufgebaut wird, kostet in der Regel zwischen 1 und 3 bis 5 Milliarden Dollar. Einfach mal, um sie gebaut zu haben. Einfach weg. Und das ist eine Stange Geld. Ja. So eine Milliarde hier, eine Milliarde da. Und man hat ein enorm hohes Risiko. Man muss im Endeffekt alle 2 Jahre in irgendeiner Form eine Process Improvement liefern, was zum Beispiel 30% mehr Fläche ermöglicht. Das ist dadurch, dass es um Fläche geht, auch wenn man jetzt jede einzelne von den beiden, also Dimensionen, Länge, Breite nimmt, natürlich leichter umsetzbar. Aber trotzdem, es ist ein ziemlicher Innovationsdruck da. Und das führt auch dazu, dass, und das finde ich jetzt, ist vielleicht jetzt nicht klassische Ressourcen-FM, weil es jetzt nicht um die Ressource geht, aber von der Kritikalitätsbewertung her sehr spannend, weil einfach diese Maschinen und das Tooling dafür so höchst spezialisiert ist, dass es konkret zum Beispiel bei Lithografiemaschinen eigentlich für Leading Edge nur noch ein einziges Unternehmen gibt, die bauen, und das ist ASML in Eindhoven in Niederlanden, wo dann so eine einzige Maschine gerne mal so seine 250 Millionen Euro kostet, wenn es mal reicht, so irgendwas zwischen 220 bis 250 Millionen Euro. Für eine Lithografiemaschine, die hat dann so Abmessungen ungefähr so 10 mal 5 Meter mal 7 Meter hoch, ist man 250 Millionen Euro los. Und vielleicht musst du doch nochmal auch erklären, was denn eigentlich eine Lithografiemaschine ist und was die genau macht, weil ich glaube, das ist nicht ganz verständlich. Also ich weiß es jetzt, aber ich glaube, die Zuhörer wissen das. Genau, also es, einfach nur, um so ein Gefühl dafür zu geben, es ist halt spannend, wenn das ist halt nur eine Maschine oder ein Maschinentyp, dann gibt es Inspektionsmaschinen, es gibt Analysemaschinen, es gibt Dotiermaschinen, es gibt ja alle möglichen Maschinen, wo es manchmal 3, 4 Hersteller gibt, manchmal auch nur einen, der es wirklich kann. Und von denen ist die Welt abhängig, dass wir Computerchips und Speicherchips und alles Mögliche herstellen können. Und das ist schon sehr, sehr kritisch in gewisser Weise. Mhm, ja. Vom Background her, was macht eine Lithografiemaschine, man kann sich auch die Frage stellen, wie produziere ich eigentlich einen Computerchip, der so kleine Strukturbreiten hat, also wo ich wirklich, wie vorher erwähnt, abzählbar wenige Atome in einer ganz von mir ausgewählten Position platziere. Wie funktioniert das? Und das funktioniert so ähnlich wie ein ganz uraltes Druckverfahren, die Lithografie, dass man seinen Silizium-Wafer nimmt, also ein Wafer ist einfach eine runde Scheibe Silizium. In der Regel, also es gibt verschiedene Wafergrößen, zum Beispiel 30 cm Wafer. Das heißt dann 30 cm Durchmesser, eine dünne Siliziumscheibe. Und
die wird dann behandelt und dann wird ein photoaktives Lösungsmittel aufgetragen, also ein Resin. Und das kann man sich so ein bisschen so vorstellen, vielleicht wie so ein Overhead-Projektor. Dann hat man so eine Maske, also so eine Schablone. Da leuchtet man dann Licht durch auf unseren Wafer an einer bestimmten Stelle. Und da, wo halt dann, also man leuchtet das Licht durch unsere Maske und dann kommt nur noch da Licht raus, wo es einen Wafer treffen soll und an anderen Stellen nicht. Und weil mein Lösungsmittel jetzt an den Stellen, wo es beleuchtet wird, also wo es angeleuchtet wird, sich chemisch anders verhält, also es zersetzt sich zum Beispiel, es gibt verschiedene Lösungsmittel, aber es zersetzt sich zum Beispiel, führt es dazu, wenn ich es beleuchtet oder belichtet habe, dass ich, nachdem ich es belichtet habe, es quasi auswaschen kann und dann ist überall da, wo es sich verändert hat, wo es sich aufgelöst hat, wasche ich es weg. An allen anderen Stellen ist es noch da. Jetzt habe ich quasi eine bestimmte Fläche abgedeckt nach einem Muster. Und diese Lithografiemaschinen machen nicht mehr, also in Anführungsstrichen nicht mehr, als die ganze Infrastruktur bereitzustellen, um einen Wafer zu nehmen in einem Highspeed-Prozess, ihn auf Subnanometer teilweise genaue Positionierung abzulegen. Nanometer ist eine 1 mit 9 Nullen davor an Metern. Also 0,00000001. Also sehr, sehr klein, ja. Ja, also 10 Nanometer sind ein Angström und die durchschnittliche Bindungslänge zwischen zwei Atomen ist so im Angström-Bereich. So ist Größenordnung. Und diese Maschinen haben diese Masken, durch die sie das Licht durchscheinen und was dann auf den Wafer treffen muss. Und das Ganze muss extrem schnell passieren und das Ganze muss hochpräzise passieren. Und das Ganze muss, inzwischen passiert das mit extrem ultravioletter Strahlung, einfach weil die Lichtwellenlänge bei den bisher verwendeten, der Trick ist jetzt, dass, also inzwischen sind die Lichtwellenlängen teilweise das Problem. Man kann mit bestimmten Lichtwellenlängen halt nur bestimmte Auflösungsgrößen erreichen. Mhm. Und wenn meine Lichtwellenlänge länger ist, platt gesagt, als das, was ich auflösen will, dann ist das Licht... ist die Lichtwellenlänge einfach zu lang. Okay. Und das hatte man. Und jetzt benutzt man eben extrem ultraviolette Strahlung. Die hat eine sehr kurze Lichtwellenlänge von 13,5 Nanometern, glaube ich, ist es. Und kann damit über viele optische Tricks sehr, sehr, sehr fein auflösen. Da werden dann auch Spiegel hergestellt, zum Beispiel in dem Fall von Zeiss. Die sind dann so eben, ich glaube, es war ungefähr so ein halber Meter Erhöhung auf die Fläche Deutschlands oder so. Ja. So eben, also sind die dann. Vom Größenmaß her, genau. Ja, also ja. Der ist schon extrem fein und da gibt es, also wenn jemand Faszination an Technologie und an den Grenzen des Machbaren hat, dann ist Halbleiter-Engineering definitiv ein spannendes Feld, weil wenn man sich dann anschaut, wie sie dann diese Lichtquelle machen, sie haben sich gedacht, ja, wir brauchen da einen Zinn und dann lass uns doch mal mit einem Laserstrahl auf einen Zinn schießen und dieses Zinn wird dann erhitzt mit dem Laserstrahl, dann fliegt ein Zinntröpfchen durch die Vakuumkammer, das wird von einem optischen System getrackt und während es in der Gegend durch die Luft fliegt, wird ein neuer Laserstrahl auf das fliegende Zinntröpfchen fokussiert und dieses in der Luft fliegende Zinntröpfchen wird dann nochmal mit dem Laser angestrahlt und gibt dann als Reaktion die richtige Lichtwellenlänge. Und okay. Das Ganze machen wir jetzt quasi extremst häufig und kriegen im Endeffekt ich glaube, die machen irgendwie einen Wafer pro Sekunde oder so. Das heißt, die haben da auch den Wafer selbst, beschleunigen sie mit so 7-8G innerhalb der Maschine, positionieren sie ihn aber halt auf Subnanometer genau. Okay, ja. Das klingt auf jeden Fall nach einer guten Herausforderung. Ja. Ja. Aber du hast jetzt nicht bei dann, ASML gearbeitet, sondern du warst jetzt bei einem anderen Unternehmen, gell? Ich war bei Mapper, die waren Konkurrenten von ASML und haben auf einem anderen Technologiebasis auf Elektronenstrahllithografie das Ganze gebaut. Die haben sich gedacht, statt wir nehmen eine Lichtquelle und scheinen die doch eine Maske durch und haben dann 15 Jahre Entwicklungszeit bis 20 Jahre bei ASML. Also sie haben 15 Jahre wirklich gebraucht, um EUV, also Extreme Ultraviolet
Violet Light marktreif zu bekommen. Da liefern sie jetzt, glaube ich, seit 4 Jahren erst die Maschinen aus. Und es sind immer noch nicht viele, weil es immer noch teurer ist und immer noch Yield Problems, beziehungsweise von dem Reticle gibt. Hat sich Mapper damals gedacht, komm, wir entwickeln eine eigene Elektronenstrahlquelle und gut, dann machen wir eine eigene Elektronenstrahloptik. Also wir eine Elektronenstrahlquelle klingt fancy. Jede Glühbirne ist eine Elektronenquelle. Okay. Also jede Glühbirne im Sinne einer Glühbirne mit Wolframdraht. Einfach heißer Emitter. Ja. Aber wenn man halt will, dass es lange hält, dann wird es schon wieder schwieriger, wie man das sinnvoll baut. Und dann muss man die fokussieren. Und das macht man in einem riesigen Vakuum. Und dann denkt man sich, komm, wir können es doch durch einen riesigen Chip, den wir selber in einer eigenen Fab herstellen, dann schicken und so. Also die haben ziemlich eigene, coole Technik gehabt, auch. Aber diese ganzen Techniken, die müssen halt alle Nanometer genau sein. Und das ist dann auch so faszinierend, wenn man sich das dann anschaut, was man eigentlich macht. Und wie wenige das eigentlich auf dieser Welt noch können. Und wie viel trotzdem aber davon abhängt. Also ich meine, was passiert denn, wenn jetzt, wie vor kurzem bei Audiochips, bei einem einzigen Hersteller, der 90% Marktanteil hat, die Fabrik wegbrennt? Dann muss die erst wieder aufgebaut werden. In der Zwischenzeit gibt es halt dann wenig Chips. So. Und bei ASML gab es einem Zulieferer mal ein Feuer, das konnten sie dann schnell aufbauen und so, aber angenommen, da wäre jetzt mal ein größeres oder so, dann hat die Welt ein Problem. Also, es gibt schon andere, die können auch das, aber nicht zu der Qualität, die ASML liefert. Es gibt niemand anderen, wo ich so eine Maschine kaufen könnte. Niemanden. Und das macht es dann natürlich auch nochmal anders unter dem Aspekt der geopolitischen Strategien, weil wenn die USA halt eine Exportkontrolle oder eine Exportrestriktion einsetzen, das war bei Mapper damals auch so, da hätte es dann womöglich chinesische Investoren gegeben. Und da war aber dann die Frage, würde die niederländische Regierung und angehängt die Amerikaner, weil amerikanische Technologie in dem Produkt drin steckt und sobald amerikanische Technologie in deinem Produkt drin steckt, bist du unter amerikanischen Exportkontrollen unterworfen. Ob die dann zustimmen würden, wenn dann das Unternehmen, was ja gerade am Straucheln war, an chinesische Investoren geht und so, und dann kommst du da auf einmal, ja, wie willst du denn sowas aufbauen, wenn du es nicht selber entwickelst, wenn du es dann nicht kaufen kannst, ja, weil dir die westlichen Nationen die Maschinen einfach nicht liefern, weil es gibt eine Exportkontrolle der Amis. Also da gibt es dann ganz, ganz eigene Komplikationen. Ja, ist ja im Halbleitermarkt und im Mikroelektronikmarkt sehr angespannte Situation, insbesondere zwischen USA und China. Wir hatten es ja vorher schon kurz besprochen, Intel, Qualcomm, AMD, Nvidia sind alles amerikanische Unternehmen. Jetzt ist aber einer der größten Abnehmer für Halbleiterprodukte, nenne ich es jetzt einfach mal, ist eben der chinesische Markt. Ich glaube, 1/4 aller Produkte, die weltweit gefertigt werden, ungefähr gehen schon nach China. Und hier gab es eben mit der Trump-Regierung, auch schon davor, aber vor allen Dingen mit der Trump-Regierung eben immer wieder auch dann taktische Spielchen oder geopolitische Spielchen, wo dann mal gesagt wurde, okay, ja nee, ihr dürft jetzt da nicht mehr exportieren. ZTE, glaube ich, hießen die, hatten da ziemliche Probleme, weil die von heute auf morgen keine Handys mehr fertigen durften. Huawei hat jetzt ja gerade die Problematik, dass sie eben ja gerne eigentlich für 5G-Technologie oder Produkte liefern würden, das dürfen sie jetzt nicht und haben jetzt auch wieder das Problem, dass dann eben auch verschiedene Komponenten, die aus Amerika oder eben aus amerikanahen Ländern kommen, nicht verkauft werden dürfen. Und hier gibt es ja auch schon Gerüchte, dass eben China so ein bisschen sich für TSMC in Taiwan eben interessiert und da schon auch ein bisschen die Fühler ausgestreckt hat, weil das ja eigentlich so zu China gehört, laut chinesischen Quellen. Und bleibt auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Situation im Weltmarkt, ja. Wie sich das weiterentwickelt. Wurde jetzt Mapper eigentlich von Chinesen aufgekauft? Weißt du das noch? Oder ist das? Nein. Nee, okay. Die haben erst Insolvenz angemeldet und wurden dann von ASML übernommen. Okay. Also die Reste. Okay, also vielleicht sehen wir bald die Elektronenstrahltechnologie bei ASML. Mein letzter Stand war, dass ASML vor allen Dingen im Inspection Tooling, also das eine ist, du musst das Zeug herstellen können. Das andere ist, du musst irgendwie, je früher du feststellst, dass dein Wafer, in den Orkus gehört, sagen wir es mal so,
umso früher kannst du die Kosten sparen. Ja, klar. Weil jede Maschine kostet dich ein Heidengeld allein, um sie zu betreiben, auch pro Waiver. Also so ein Waiver kann dich locker mal, das ist eine öffentliche Zahl, irgendwie nur so 20.000 Euro kosten oder so, je nachdem, was du drauf machst und so. Oder lass es einfach nur 5.000 sein. Und angenommen, du hast da 5 Waiver nicht früh genug aussortiert, dann hast du da im Endeffekt 25.000 Euro Kosten produziert, die du hättest sparen können. Ja. Das kostet alles Geld, was? Das kostet. Und da ist zwischen den einzelnen Prozessschritten Inspection Tooling, dass du dir anschaust, habe ich Defekte, wie viele Defekte habe ich, sind die verkraftbar? Je früher du das machst, du musst natürlich auch immer feiner schauen können, weil wenn du auf der einen Seite irgendwie nur noch 10 Atome Unterschied hast, dann musst du natürlich auch nochmal genauer hinschauen können, um zu schauen, wird es denn funktionieren, bevor es fertig ist. Und dann hast du noch den Fall. Genau, und dann hast du noch den, also da werden sie die Technologie, glaube ich, einsetzen oder wollen. Das war zumindest mein letzter Stand. Aber das ist jedenfalls spannendes, faszinierendes Feld. Ja, auf jeden Fall. Gut, vielleicht kommen wir nochmal kurz zurück zum Thema der Rohstoffe selber, die da drin verbaut werden. Du hast mir im Vorgespräch auch nochmal erzählt, dass mittlerweile eben auch so eher selten verwendete Materialien wie Hafnium oder Rohstoffe wie Hafnium eingesetzt werden. Hafniumoxid, wenn ich mich richtig erinnere, vor allen Dingen eben als Isolator. Und High-K-Dielectric, ja. Genau, um eben hier in den Transistoren, also wir hatten das ja bei den Transistoren auch besprochen, hier N und P dotierte Halbleiter, die dann eben aber voneinander auch getrennt werden müssen, eben durch einen Isolator, der keinen Strom leitet. Um eben, also die NP nicht, aber du musst an anderen Stellen für Isolation sorgen. Aber zwischen N und P hast du keine Isolationsschicht in der Regel. Okay. Ja, und du hast ja auch schon erzählt, umso kleiner eben die Abstände werden und umso kleiner insgesamt die gesamte Technik werden muss, umso schwieriger wird das Ganze eben auch, um hier eben es hinzubekommen, dass der Strom nicht irgendwo durchbricht. Deswegen hat sich hier eben Hafniumoxid, du hast jetzt gesagt, ab der 45 Nanometer Technologie dann durchgesetzt oder wird hier eingesetzt. Und vor 20 Jahren war das nun nicht der Fall, seitdem setzt man das jetzt ein und das verändert natürlich auch die Nachfrage nach Hafnium und eben auch die Versorgung mit Hafnium, weil das ja eigentlich ein Material ist, das sehr, oder eher begrenzt eingesetzt wird. Ich habe mir da mal die Zahlen angeschaut für 2019. Weltweit wurden 1,4 Millionen Tonnen produziert im Jahr 2019 und 62 Millionen Tonnen wurden ausgegeben als Reserven. Wenn man das jetzt miteinander verrechnet, kommt man auf eine Reservenreichweite von 44 Jahren. Ja. Achso, ja, bei Kupfer ist die Reservenreichweite ähnlich hoch mit 43 Jahren und eben 20 Millionen Tonnen weltweitem Abbau in 2019. Also es wird doch überraschend viel Hafnium abgebaut, meiner Meinung nach. Also ich habe da das nicht auf dem Schirm, dass doch so viel hier eingesetzt wird. Und von den Ländern her, gut, wird beides, also vor allen Dingen Hafnium wird eben in Australien abgebaut und eben in Südafrika, aber eben auch China, USA, Kenia, Mosambik, Senegal und ein paar andere tragen hier bei. Bei Kupfer ist es so, das weiß man wahrscheinlich eher, also vor allen Dingen in den USA mit 300.000 Tonnen, also 1,3 Millionen Tonnen, dann Australien, Chile wird sehr, sehr viel Kupfer abgebaut mit 5,6 Millionen Tonnen und eben China, Kongo, Indonesien, Kasachstan, Mexiko, Peru, Russland, Sambia, so die man kennt. insgesamt eher unkritisch beide Materialien. Gut, Silizium hatte ich schon gesagt, hat man potenziell auch keine Probleme. Da gibt es ein paar Unternehmen, die hochreines Silizium herstellen und bereitstellen. Hier ist der Markt sehr schwankend, vor allen Dingen 2008 und 2009 war der Bedarf an Polysilizium relativ hoch, weil eben damals dieser Solarboom war, also es wurde viel Photovoltaik verbaut und eben auch viel Solar aufgebaut und für beides braucht man eben Silizium beziehungsweise eben Grundstoff von Silizium, also Sand, und hier sind die Preise sehr stark angestiegen, haben sich dann aber in den kommenden Jahren auch mal auf und ab bewegt.
Insbesondere wurden damals auch viele neue Produktionsanlagen aufgebaut. Die etablierten Hersteller haben ihre Kapazitäten erweitert, aber es sind auch sehr viele neue Anbieter in den Markt eingetreten, vor allen Dingen aus dem asiatischen Raum. Und insgesamt haben wir hier mittlerweile einfach eine massive Überproduktion. Der weltweit größte Hersteller von Wavern ist das japanische Unternehmen Shin-Etsu Handotai, also SEH abgekürzt. Und da habe ich jetzt nur Werte von 2007 gefunden. Die hatten damals für 4 Milliarden US-Dollar eben Waver umgesetzt, also Umsatz für diese Produktsparte. Es gibt da noch ein paar andere, Sumco oder auch eine deutsche, die deutsche Siltronic AG. Die haben dann alle ein bisschen weniger hier produziert. Was interessant ist, die vier größten Waver-Hersteller bedienen zusammen ungefähr 80% des weltweiten Marktes. Und dementsprechend ist hier eben einfach auch so, dass es auf wenige Unternehmen auch basiert. Also ASML für die Herstellung dieser Lithografiemaschinen ist schon recht konzentriert. Bei den Wavern sieht es ein bisschen besser aus, aber trotzdem auch relativ stark konzentriert. Und ja, das ist insbesondere in einer Krise relevant. Hier war es jetzt zum Beispiel so, dass durch die Weltwirtschaftskrise sich der Umsatz fast halbiert hat und 2009 wurden dann insgesamt nur noch Silizium für 6,7 Milliarden US-Dollar umgesetzt. Das Ganze hat sich dann aber auch wieder erholt. 2010 ist das Ganze auch wieder auf 9,7 Milliarden Dollar angestiegen. Also da sind sehr starke Schwankungen immer wieder im Markt drin. Zusätzlich kommen noch die geopolitischen Spannungen dazu. Und ja, wer in dem Markt insgesamt agiert, sollte da ja starke Nerven mitbringen und auch ein tiefes Verständnis, wo was wie abläuft. Ja, also das ist auch wirklich so eine Kerneigenschaft der Halbleitersparte, ist einfach, dass sie globalen Krisen enorm ausgesetzt ist und dass sie aber wirklich genauso schnell, wie es runtergeht, auch sehr schnell wieder hochgeht. Aber das Problem ist einfach, dadurch, dass man lange Zyklen hat, kann man jetzt nicht eigentlich guten Gewissens einfach hergehen und sagen, gut, ich investiere jetzt weniger, weil es ist gerade Krise, weil dann fehlt man im nächsten Aufschwungzyklus oder in der nächsten Innovationsphase, sondern man muss eigentlich so viel mehr verdienen, dass man die schlechten Zeiten übersteht. Richtig. Ja, und ist insbesondere eben in dem Waver-Markt halt schwierig, weil dadurch, dass eben so viel Überkapazität da ist, die Preise dann halt auch sehr stark nach unten gedrückt wurden. Und ja, Ähnliches gilt auch für den Gallium-Arsenid-Markt. Da wurden eben auch sehr starke Kapazitäten aufgebaut und aktuell haben wir hier eben auch eine Überproduktion. Also das ist Aber da würde ich nochmal aufpassen, wenn du da von Polysilizium sprichst, weil ich weiß jetzt, also ich kenne mich bei Polysilizium nicht so aus und ob da jetzt eine Überproduktion ist oder nicht, das mag bei Polysilizium der Fall sein, aber für die Halbleiterproduktion brauchst du ein Einkristall Silizium-Wafer und da gibt es eigentlich, soweit ich weiß, nur so, also kaufst du das meiste eigentlich bei Wacker. Okay. Und das ist nochmal andere, also Polysilizium ist quasi polykristallin und ein Kristall ist nochmal teurer und für die Okay, aber also der Einkristall wird ja Chip-Herstellung, auch Polysilizium, wie bitte? Der Einkristall wird ja dann aus Polysilizium hergestellt, also ich verarbeite das Polysilizium zu dem Einkristall, oder? Hätte ich jetzt müsste ich nochmal nachschauen, aber ich schätze mal, du kannst es tun, ob das dann so gemacht wird oder ob es andere Methoden gibt, die günstiger sind, weiß ich gerade nicht auswendig. Okay, also es sind jetzt auch ja Werte, die ich jetzt für 2008, 2009 rausgefunden habe, weil Polysilizium leider von der USGS auch nicht angegeben oder Silizium insgesamt nicht wirklich sauber angegeben wird von USGS. Das sind ja eigentlich immer die Datengrundlagen, die ich da herziehe für Rohstoffe. Deswegen, ja, wenn wir da nochmal was finden, dann packen wir das einfach auch in die Shownotes rein. Aber insgesamt ändert das nichts an der Aussage, dass der Markt halt recht spannend ist und sich schnell bewegt. Und ja, beispielsweise gab es auch deutsche Unternehmen, die in diesem Markt unterwegs waren. Also Infineon kennt man ja, börsennotiertes Unternehmen. Infineon ist eine Ausgründung aus Siemens, wenn ich mich richtig erinnere, weil Siemens gesagt hat, oh, der Markt ist uns zu volatil, da geht's uns so auf und ab, das passt uns nicht. Wurde Infineon gegründet. Infineon selber hat dann nochmal eine Abspaltung seiner Speicherchip-Sparte 2009 gehabt, also beziehungsweise hatte die ausgegründet und 2009 ist diese Sparte dann pleite gegangen. Das hieß damals Qimonda. Da war auch die
ja, die Argumentierung, nee, die Argumentation war auch eben, ja, okay, uns ist der Speicherchipmarkt und eben insbesondere dieses Segment hier zu volatil, deswegen haben sie das eben auch sozusagen in eine Bad Bank ausgegliedert, ist dann pleite gegangen und Infineon insgesamt ging es 2009 auch nicht gut und die hatten damals eben überlegt, ob sie auch, ja, schließen. Es kam dann, ich glaube, aus Abu Dhabi oder irgendwo aus dem Nahen Osten kamen ein paar Investoren, haben mit viel Geld um sich geworfen und haben dann Global Foundries gegründet. Und, ja, aber Global Foundries muss man aufpassen. Ich weiß nicht, wie sehr die mit Infineon zusammenhängen, weil Global Foundries der Fertigungsarm von AMD war, weil AMD früher genauso ein integrierter Chiphersteller war wie Intel, weil Intel ja nicht nur die Chips entwickelt, designt und dann in eigenen Fabs mit eigener Technologie produziert und im Moment seit Jahren Probleme dabei haben. Und AMD, und das ist halt, wie ihr vorher erwähnt, sackteuer oder extrem teuer, um dein Explicit Marker zu bekommen. Zu spät hat es eh schon jetzt. Okay. Kann man ja noch schneiden. Und die AMD war damals auch integriert und du kannst natürlich die Vorteile nutzen, wenn du sagst, okay, ich kann es selber herstellen, dann kann ich es günstiger machen. Oder wenn du halt selber es nicht so gut herstellen kannst wie die anderen, dann bist du halt teurer. Und die haben damals den Chip-Design-Arm von dem Fertigungsarm getrennt. Da gab es dann AMD und es gab Global Foundries und Global Foundries hat explizit auch andere Kunden angezogen. Und Global Foundries ist vor einem Jahr oder zwei aus dem Leading Edge Race ausgestiegen. Okay. Also Global Foundries hat nicht mehr den Anspruch, den heißesten Shit produzieren zu können, sondern die haben jetzt gesagt, wir machen Spezialanfertigung und auch da wieder, je nach Strukturbreite, habe ich andere Eigenschaften. Und wenn ich einen für ein Modem, also für einen, klingt zu albern, aber für ein Telefonie- und Internet-Modem, wir haben ja bis heute Modems in den ganzen Handys drin, ein LTE-Modem ist auch ein Modem, dann brauche ich da manchmal nicht 14 Nanometer oder 10 oder 8 und teilweise ist es auch sogar eher hinderlich. Und da dann in einer guten Qualität bei größeren Strukturbreiten herstellen zu können, sich da zu spezialisieren, das ist das, was dann diese kleineren Fabs machen. Ja, okay. Und das macht eben auch Global Foundries. Aber ob jetzt Global Foundries wie die mit Infineon zusammenhängen, würde ich nochmal recherchieren. Ich bin mir jetzt gerade auch nicht mehr sicher, weil ich erinnere mich, dass Infineon und AMD im gleichen Ort sitzen. In Deutschland zumindest. Also, dass deren Fabrikationsstätten im gleichen Ort waren und dass man da oder dass da eben so die regionale Politik sehr stolz war, so hey, ja, wir sind ein weltweiter Standort und bla und hier und da. Und dann hatten die ja. Es kann gut sein, dass Infineon bei Global Foundries fertigen lässt. Die saßen auch zusammen im gleichen Ort, aber ich weiß nicht, inwieweit die da verbunden sind. Ich hatte das jetzt abgespeichert, dass Global Foundries und Infineon zusammen gehören. Aber du hast recht, das kann auch sehr gut sein, dass AMD aus dem Ort eben waren, dass die da die Produktionsstätte zumachen wollten und dann eben hier die mit Geldern aus dem Nahen Osten eben Global Foundries dann hochgezogen haben oder umgewidmet haben. Ja. Genau. Gut, ich hatte jetzt noch vorbereitet zum Thema Gallium, die Rohstoffe oder den Rohstoff Gallium und Galliumarsenid noch mal ein bisschen näher zu betrachten. Ich verschiebe das einfach auf eine kommende Episode, weil ich möchte ja auch euch Hörern nicht zumuten, dass ihr euch hier stundenlange Episoden anhören müsst. Deswegen freut euch drauf. Es gibt dann bald noch mal was zum Thema Gallium. Zum Thema Germanium gab es schon mal was, wo ich schon mal was aufgenommen habe, könnt ihr euch gerne anhören, zum Thema Silizium und Sand eben auch. Und Hast du schon mal was über Indium gemacht? Über Indium habe ich, soweit ich weiß, noch nichts gemacht. Ist aber auf jeden Fall auch ein sehr spannendes Material, das ich auch auf meiner Liste habe. Also wollte ich mir unbedingt auch mal vornehmen. Aber es gibt so viele Elemente, eigentlich fast jedes Element ist sehr, sehr spannend und ich glaube, Indium Arsenid, glaube ich, war es oder so. Das ist nochmal in manchen LEDs drin. Mhm. Indium statt Gallium quasi. Also auch Gruppe 3. Macht Sinn auf jeden Fall. So, auf die Schnelle gesagt, ja. Jetzt schaue ich nochmal schnell nach. Ich glaube, Indium hatte ich noch nicht mehr angeschaut. Germanium hatte ich mir angeschaut. Aber da gibt es noch ein paar Elemente, die ich mir vornehmen kann. Genau, gut. Justin, vielen Dank dir dafür, dass du hier Danke für die Einladung. Gestanden hast. Hast du noch irgendwas, was du meinen oder was du den Hörern hier mitteilen möchtest? Was ich mitteilen möchte, oh je. Irgendwas, was wir jetzt gerade vergessen haben oder was du noch ansprechen möchtest? Ach so. Nee, bleibt neugierig.
Lasst euch faszinieren. Erwachsensein ist langweilig, alles gegeben hinzunehmen und zu sagen, ja, funktioniert halt. Einfach mal dahinter zu steigen. Und ja, ich finde den Spruch von dir auch ganz gut. Ein unsteter Geist ist der Menschheits größte Ressource. Irgendwie sowas? Die größte Ressource der Menschheit ist sein unsteter Geist. Ja, genau. Ach so. Okay. Gut, andersrum. Ja. Genau, aber nee, genau. In diesem Sinne. Ja, in diesem Sinne. Gefreut. Wenn ihr Kommentare habt, könnt ihr die gerne über die Webseite unter Kontakt an mich weiterleiten. Ihr könnt mich gerne über Twitter oder LinkedIn oder Instagram erreichen. All das sind Wege. Es wird in den nächsten Monaten oder in den nächsten Wochen auch eine Handynummer beziehungsweise eine WhatsApp- oder Wire-Nummer geben, über die ihr mir dann Sprachnachrichten zukommen lassen könnt. Das muss ich aber noch einrichten, da gab es leider ein paar Probleme in den letzten Tagen, deswegen konnte ich das jetzt noch nicht bereitstellen. Aber wenn ihr Fragen habt, auch Fragen an Justin, gerne eben auf die Webseite gehen, ressourcen.fm und hier einfach die verschiedenen Kontaktmöglichkeiten nutzen. Ich freue mich drauf, von euch zu hören und ich hoffe, ihr freut euch auch drauf, das nächste Mal von mir oder von uns wieder zu hören von Ressourcen.fm und wünsche euch jetzt noch ein gutes Hinüberkommen ins Jahr 2021. Und wie immer, die größte Ressource der Menschheit ist sein unsteter Geist. Danke, bis dann. Danke. Ciao. Thank you.